Genau, die erste, die jetzt vielleicht ja schon mal zu mir kommen mag, ist Antje Grotus. Antje ist eine der Vertreterinnen aus dem Braunkohlerevier, sozusagen der Bergbaubetroffenen, die auch, du darfst auch in dieser, an dieser Kommission teilnehmen. Wird sicher spannend werden und ich bin total froh, dass wir so viele sind, um dir heute ein bisschen Schwung mitzugeben. Vielen Dank dafür und hallo und herzlich willkommen, liebe klimabewegten Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Es ist toll, dass ihr an diesem verregneten Sonntagmorgen alle hier seid. René, komm. Gemeinsam fordern wir heute und hier in Berlin Stopp Kohle. Doch nicht nur hier sind wir auf der Straße. Auch dort, wo ich zu Hause bin, im Rheinland, sind heute viele Menschen aktiv. Es gibt Demos und Aktionen, unter anderem vor dem Kölner Dom, in Düsseldorf, in Aachen, in Erkelenz und in Wanloo. Genau dort, im rheinischen Braunkohlerevier, wo der Hotspot der CO2-Emissionen ist, brauchen wir euer aller Solidarität. Dort, so drückt es zumindest Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato Si aus, wo man das Stöhnen der Erde einfach hören kann. Wo sich Stunde um Stunde, Tag um Tag, 365 Tage im Jahr die Bagger von RWE in die Erde fressen. Sie machen vor nichts Halt. Sie zerstören wertvollstes fruchtbares Ackerland. Sie wollen auch noch die Reste des stolzen, altehrwürdigen und sehr schützenswerten Hambacher Waldes vollends vernichten. Sie machen nicht Halt vor intakten Dörfern. Sie machen Dörfer, in denen es ein gutes Zusammenleben gibt. Dörfer, in denen die dort lebenden Menschen jahrhundertelang einen sicheren und geborgenen Rückzugsort gefunden haben, dem Erdboden gleich. Sie vertreiben diese Menschen aus ihrem Zuhause und aus ihrer Heimat. Schicksale von vertriebenen Menschen im Rheinland wird allein RWE bis zum Jahr 2045 auf dem Gewissen haben. Weitere Tausende von Menschen werden gezwungen, am Grubenrand zu leben. Sie werden ihrer Lebensqualität und ihren Zukunftsperspektiven beraubt. Man soll in 70 Meter Entfernung zu diesen großen, in die Erde geschlagenen, bis zu 450 Meter tiefen Tagebauwunden wohnen, mit gesundheitsschädigenden Feinstaub- und Grobstaubemissionen, mit Lärm und Licht, mit Erderschütterungen, quasi aus dem Wohnzimmerfenster mit Blick auf die 200 Meter großen, gigantischen, stählernen und kalten Bagger. Und selbst vor der Zerstörung von Kirchen schrecken sie nicht zurück. Die Bilder der sinnlosen Zerstörung des Immerater Doms, die habe ich immer noch vor Augen. Und wofür das Ganze? Für die Braunkohle, von der wir doch alle längst wissen, sie ist ein Auslaufmodell. Klimaschädlich und sozial total unverträglich. Ein aussterbender Dinosaurier, der, solange man ihn einfach noch am Leben hält, möglichst vieles, was in dem Weg steht, unwiederbringlich vernichten will. Daher, lasst uns dieses Perpetuum mobile Braunkohletagebau einfach unterbrechen und stoppen. Es kann nicht sein, dass wir vorne wertvolle Ackerflächen, Wälder und Dörfer vernichten, um die Kohle zu fördern, die darunter liegt, zu verkaufen, um damit hinten notdürftig irgendwelchen Rekultivierungsverantwortungen und Verpflichtungen nachzukommen. Es kann nicht sein, dass wir vorne Tausende von 300 Jahre alten Bäumen im Hambacher Wald abholzen, um an den Boden darunter zu kommen und irgendwo notdürftig wieder aufzuforsten. Und es kann auch nicht sein, dass wir Dörfer vernichten, die funktionieren, wo Menschen leben, und seelenlose Dörfer woanders schaffen. Damit muss definitiv Schluss sein. Die Menschen aus den Dörfern am Tagebau Garzweiler, aus Kaienberg, aus Kuckum, aus Unter- und Oberwestrich, aus Berverath, erzählen mir, wie hoch der Druck ist, den RWE gerade jetzt auf sie ausübt. In dem Wissen, dass das Geschäftsmodell Braunkohle am Ende ist, sollen jetzt ganz schnell unumkehrbare Fakten geschaffen werden. In statt bisher 10 Jahren, sollen diese Dörfer leergefegt werden. Das darf so nicht weitergehen. Dieser Druck muss aufhören. Jahrelang haben die Kohlefreunde mit Unterstützung von großen Teilen der Politik den Ausstieg aus der Kohle blockiert. Daher brauchen wir jetzt, damit die Kohlelobby in der Kommission wirklich ambitioniert und zielführend arbeitet und eben nicht diese altbekannte Verzögerungs- und Hinhaltetaktik wieder an den Tag legt, ein Moratorium. Ab jetzt darf kein Zwangsumsiedler mehr unter Druck gesetzt werden. Zwangsenteignungen dürfen nicht vollzogen werden. Die katholische Kirche darf ihre Kirchen nicht leichtfertig
und im vorauseilenden Gehorsam aufgeben und an RWE verschachern. Und kein Baum im Hambacher Wald darf mehr fallen. Unterschreibt deshalb auch alle die Petitionen, die da heißen: Hambacher Wald retten, kein neues Braunkohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen und die Kirchen im Dorf lassen. Ich selbst werde am Dienstag in der Kohlekommission für die betroffenen Anwohnerinnen in den Revieren weiter dafür streiten, dass wir den Kohleausstieg jetzt ganz beherzt angehen und die Tagebaue massiv verkleinert und geschlossen werden. Also euch danken wir auf jeden Fall für diese wunderbare positive Energie, die ihr uns dafür mit auf den Weg gebt. Und lasst uns auch gemeinsam, auch während der Kommissionszeit, weiter auf die Straße gehen, in die Dörfer, in den Wald, unüberhörbar, unübersehbar, bunt und kreativ für die betroffenen Menschen in der Lausitz, in Mitteldeutschland, im Rheinland und weltweit. Vielen Dank und einen schönen Tag und eine tolle Demo euch allen noch. Super, vielen Dank an den Rotus. Wir machen gleich weiter mit der Lausitz. Jetzt kommt noch der Erste, der nicht in der Kommission ist. Da kommen jetzt auch noch ganz viele.